cool. Meine alte Schultasche. Wow, meine alte Schultasche. Wo war die denn? Hey, wieso deine? Das ist meine. Nein, das war meine. Ist meine. Wo habt ihr meine alte Schultasche ausgegraben? Hani, du irrst dich. Das ist meine. Tom, ich weiß doch noch, womit ich jahrelang zur Schule gegangen bin. Ich war so ein langer, steiniger Weg. Bergauf, hin und zurück. Okay, cool. Scheinbar hatten wir alle die gleiche Schultasche. Aber wem gehört die jetzt? Mir. Ja, und ich glaube, das ist meine. Was riecht denn hier so eklig? Ich glaube, der Ranzen riecht ranzig. Ist das Kunst oder kann das weg? Da hat wohl jemand seine alte Brotdose drin vergessen. Und das macht dieser jemand unbedingt sauber, das ist super eklig. Was Tommy sagt. Gebt mal ein Like, wenn ihr auch schon mal eine Brotdose in einem Rucksack vergessen habt. Ja, mach das sauber, Walter. Hä, wieso denn ich? Ist ja schließlich deine Tasche. Was Tommy sagt. Ah ja, klar, erst gehört zu allen, aber wenn es stinkt, ist es meine. Er hat recht, Hannah, mach du's. Ist ja schließlich dein Rucksack. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, kann das gar nicht meiner sein. Ich habe meinen nämlich auf Kleinanzeigen verkauft. Servus, hier ist das gute Stück. Genau so war es. Wann war das? Das ist schon so lange her. Das ist ja komisch, dass du gar nicht mehr weißt, wann du deine so geliebte Schultasche verkauft hast. Dienstag. Es war Dienstag. Aha. Und warum hattest du am Dienstag die gleichen Klamotten an und die gleiche Frisur wie jetzt? Habe ich überhaupt nicht. Oder doch, es war Zufall. Aha. Okay, nehmen wir mal an, du sagst jetzt die Wahrheit. Und du hast deine Schultasche verkauft. Wem gehört dann die? Tommy? Niemals. Oh, und ich kann es beweisen. Hey, Hani, ich bin zu Hause. Oh, jetzt habe ich aber meinen Rucksack in der großen Großstadt verloren. Mhm. Ah, den finde ich doch nie wieder. So eine Mumpe aber auch. Ein richtiger Döspaddel. Naja. Wow, Tommy, das ist ja genial. Aber wenn du deinen Rucksack verloren hast und Hannah hat ihren verkauft, wem gehört dann der, den wir gefunden haben? Na, dir, Malte. Ja, das könnte sein. Aber ich könnte jetzt auch mit einem ausgedachten Flashback beweisen, dass ich meinen schon längst weggegeben habe. Servus, hier ist das gute Stück. Nicht sehr glaubwürdig. Ja, okay, dann wissen wir jetzt alle, dass wir alle lügen. Wow, irgendjemand lügt halt besonders. Aber weil wir nicht wissen, wer, würde ich sagen, wir losen das Ganze fair aus. Gerade oder ungerade. Ich zeige hinter meinem Rücken eine Zahl. Und wenn Tommy falsch liegt, muss er die Sauerei wegmachen. Und wenn Hannah nicht recht hat, dann muss Tommy die Sauerei wegmachen. Deal? Okay. Moment. Okay, los geht's. Ich würde sagen, ungerade. Ich sag gerade. Moment. Ja, Hannah hat nicht recht. Das Los fällt leider auf dich, Tommy. Nein, aber du wärst ja in keinem Fall der Doofe gewesen. Du, ich hab die Regel nicht gemacht, ne? Okay, Festpreis ist Festpreis. Nase zu und durch. Leute, ich geh rein. Seid tapfer. Es war eine Ehre, mit dir gewohnt zu haben. Ist gar nicht so schlimm. Tommy? Psst, er schläft. Oh Gott, Leute, bin ich tot? Es ist so dunkel. Holt mich hier raus. Tommy, alles gut, ich hab dich. Ich hab dich. Können wir die Brotdose nicht vielleicht einfach wegschmeißen? Bist du verrückt? Nur weil was schmutzig oder gebraucht ist, schmeißen wir es doch nicht gleich weg? Ja, aber schau dir Tommy mal an. Wenn der sich so anstellt, dann schafft er nix. Wenn das alles so einfach ist, dann kannst du das doch gerne übernehmen. Weißt du was? Okay, wenn ihr zwar das nicht hinkriegt, dann mach ich das halt. Ach du Scheiße. Ist dir noch schlecht? Ja. Wer ist jetzt hier der sterbende Schwan? Er. Ja, hätten wir mal nicht so große Toner gedruckt, hä? Ja, dazu hätte ich jetzt auch nichts mehr zu sagen. Aber mir fällt was ein. Ich wohne hier gar nicht mehr. Das ist eigentlich euer Problem. Ich kann einfach gehen. Malte, Tim und Marian, du machst noch einen Schritt und dann... Dann was? Dann kommen wir mit in deine Wohnung und dann bist du der Gastgeber und dann musst du dich um uns kümmern. Warum muss ich eure Probleme jetzt mit ausbaden? Wer sagt, dass das unser Problem ist? Wir wissen nicht, ob das nicht deine Tasche ist. Aber was, wenn es Lizzys Tasche ist? Lizzy? Ja, eure neue Mitbewohnerin, die mit der hohen Stimme und den Keksen. Ich weiß. Lizzy, die mal unter uns gewohnt hat. Ich weiß. Lizzy, mit der ich die Wohnung getauscht habe. Ich weiß, wer Lizzy ist. Aber warum sollte sie hier eine Stinkbombe verstecken? Sie wohnt hier. Weil sie gar nicht da ist und sich nicht verteidigen kann. Ja, wo ist Lizzy überhaupt? Ja, wo ist Lizzy? Wann ist Lizzy? Was weiß Lizzy? Das ist alles sehr verdächtig, findet ihr nicht? Ja. Kann es nicht einfach sein, dass du dein blödes Essen in deiner Tasche vergessen hast? Mist, ja, okay. Was kriege ich, wenn ich es wegmache? Ja, nix. Ist ja dein Mist. Moment! Es könnte immer noch sein, dass uns diese Tasche zu gleichen Teilen gehört. Ich handle also quasi zu zwei Dritteln, nur aus Nächstenliebe. Wow.
Das heißt, du bist zu 23% ein Pfadfinder. Ich bin einfach selbstlos. Du gehst nie selbstlos. Ja, Nächstenliebe ist was Wertvolles, Hannah. Quasi unbezahlbar. Tommy und ich machen heute Abend Pizza. Deal. Wünscht mir Glück. Ja, viel Glück. Möge die Tracht mit dir sein. Voll auf die 11. Ui, geht's ihm gut? Klarer Fall von Sauerstoffmangel. Mach das nicht zu Hause nach. Okay, und wer rettet ihn jetzt? Immer der fragt. Ist das eine Frage? Ich muss nicht. Ich auch nicht. Oh, manche Probleme lösen sich einfach von selbst. Ich habe alles versucht. Ich glaube, ihr müsst ausziehen. So schnell gibst du auf. Ich habe nicht genug Luft, um die Brotdose zu öffnen, auszuwaschen, die Schimmelreste in den Biomüll zu schmeißen, den Müll zu versiegeln und kurz durchzulüften. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich weiß, die Tasche gehört zu 50% Hannah, zu 50% mir und zu 50% dir. Vielleicht sollten wir das gemeinsam als Team lösen. Der. Der Rucksack hat nichts abbekommen. Das muss doch meiner sein. Nächster, das ist meiner. Das war Teamwork vom Feinsten. Kann ich jetzt meinen Rucksack wieder haben? Okay, da wir das scheinbar nicht gelöst kriegen, verkaufen wir diesen nicht stinkenden, perfekten Rucksack auf unser WG-Account. Erster Link in der Videobeschreibung. Ja, aber wir packen auf jeden Fall eine Überraschung mit rein. Aber keine vergessene Brotdose, bitte. So. Ich werde 20 Jahre länger leben als ihr. Das Geheimnis ist der total tomitassische Tuerlinglingsche Tiefschlafrhythmus. Man schläft keine 2, 4, 10 Stunden am Stück. Nein, meinen Berechnungen zufolge schläft man 3 Minuten alle 3,5 Stunden. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr zwei. Tommy, wir haben kein Auge zugetan, weil du die ganze Zeit durch die Wohnung getrampelt bist. Was? Beatbox? Tadel, bist du wirklich hier? Na toll, ihr habt mich an der besten Stelle wachgemacht.